Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Elder Scrolls Online. Jetzt diesmal auch mit dem Addon Elsweyr. Wir gehen gleich rein. Wir haben, glaube ich, gleich mal einen Tagesbonus. Deshalb habe ich hier schon angefangen. Und das mit dem Pet vom Narren erwähnt, dieses blaue Einhorn oder Elch oder so. Da braucht man 4 Federn, da muss man mega viel grinden und ich konnte ja nur 3 Tage eigentlich Ding sammeln, diese Erfolgsscheine und ich hatte 9 von 10. Deshalb konnte ich das Pet nicht holen und das Reittier kostet 4 Federn, da muss man noch viel mehr grinden. Deshalb, ja, für mich als nicht so gerne Grinder war das nicht möglich. Ich habe sehr viele andere Games und deshalb bin ich da zeitlich nicht gerade so gut gewesen. So, tägliche Belohnungen. Kronenschriftrollen des Lernens. Ich hoffe, die die verschwinden nicht, weil ich muss da irgendwie bei speziellen Sammlungen ist es irgendwo die finden. Genau, weiß ich nicht wo. Mahnpastete haben wir freigeschalten. Haben noch einen Rotfuchs, Süßkringel, Fischstäbchen, oh, Fischstäbchen, hm. Und Schakal, Emotionen, Erzählungen, Elsweyr. Das machen wir später, weil wir haben hier irgendwo dunkle, das dunkle, irgendwas von Skyrim. Das Prolog. Und wir haben hier ein Level Up. Und dann natürlich wieder mehr auf Magicka. Am Anfang sollte man schon noch ein bisschen auf Magicka gehen. Leben brauchen wir jetzt noch nicht so viel, auch wenn wir immer wieder sterben müssen. Ich denke, ich mache nochmals Magicka. Und mache das einmal auf 8. Ja, und dann einfach auf Leben. So. Und wir müssen hier, können wir eigentlich nichts machen. Hain des Saat ist sogar besser wahrscheinlich. 5100. Ja, ist besser. Nehmen wir. So. Dass wir noch eine bessere Heilungsfähigkeit haben. Und leichte Rüstung wäre vielleicht noch toll. Ja, Kosten beim Sprinten ist jetzt nicht so wichtig. Das können wir nicht mehr. Verbessertes Verstecken wäre vielleicht nicht schlecht. Für manche Quests. Da haben wir auch schon mal eins reingetan. Können wir momentan wegen dem Level scheinbar nicht machen. Ja, ab Rang 10 bei Versorgen. Da sind wir noch nicht so gut. Also Binderlohn. Das haben wir scheinbar. Ja, dann machen wir das hier. So. Und danach langsam in... Ja, nicht zwei Hände, sondern Stab. Da müssen wir vielleicht einen Kampfstab haben. Mit Feuer oder so. Gut, aber wo sind jetzt die Anzeigen an Währung? Ja, Ereignis 9 von 12 Maximum. Also ihr dürft nie mehr als 12 haben, weil alles andere geht verloren ab 12. Und Kronen haben wir 1000. Das ist für die Ingame, also das ist die Bezahlwerbung, die man aufladen kann mit Echtgeld. Und da habe ich 1000, weil ich irgendwelche Addons gekauft habe oder damals ESO Gold gekauft habe. Und Sammlerstück haben wir erhalten. Was haben wir denn erhalten? Dragonhold, Gebiets, das haben wir alles gekauft scheinbar, Elsweyr, aber irgendwo ist das dunkle, ich schau mal kurz im Launcher, ah das schwarze Herz von Skyrim, okay Herz, gut, also, das hätten wir, jetzt, kauft jetzt immer einen Flammenstab, also verkauft, meine ich. Wir wollen ja jetzt das ESO 6 Jahre
Geburtstags-Event-Starten, aber ich weiß gerade nicht, wo das ist. Also, dann müssen wir irgendwo hin, wo ich nicht weiß, wo. Habe ich mich wieder gut vorbereitet. Ja, ein Event ist aber auch noch. So, der ist gerade gekommen, das ist gut für meinen Hals. Jo. Also, wir schauen nochmal, es ist nichts mehr hier. Doch, es ist, sie ist noch hier, aber noch nicht geladen. Aha, das ist jetzt für das Einjährige scheinbar. Oh, jetzt wird sie geladen. Okay. Skyrim hat irgendwie Ladeprobleme. Weiß das jemand? Wieso? Ist das die Engine oder so, die Probleme macht? Weil manchmal sind die Spiele auch schwarz oder die NPCs. Ist ein bisschen komisch. Aber gut, ist nicht so oft. Ja, okay. Sofern diese verräterischen Unzufriedenen darauf bestehen, in ihren Hinterteilen einem Stock Unterschlupf zu gewähren, können sie zumindest so viel Anstand besitzen, diesen erblühen zu lassen. Macht die Miesepeter in meinem Einflussbereich ausfindig und lasst sie diese verzauberten Narrenblumen spüren, bis sich ihre Stimmung verbessert. Das ist schon irgendwie so ein bisschen gespielt, also... Wie wünscht, Majestät. Ich möchte, dass ich diese Miesepeter vor Lachen nicht mehr auf den Beinen. Jo, also. Frühlingserwachen spielt Miesepeter in Tempelstoike in Fulkelwacht Streiche. Schauen wir gleich mal. Ganz auf der Seite. Ja. Gehen wir wie die Spieler hier durch. Da habe ich immer gemacht, dass ich gefarmt habe. Also ich habe diese Quest von Nahen im Nahen erwähnt ungefähr 20 Mal wiederholt. Ich habe keine Scheine bekommen. Das bekommt man irgendwie nur, wenn man ein bisschen wartet oder ganz viele Quests hintereinander macht. Und das ist für mich einfach zu viel Grinding. Ich habe wirklich sehr viel Zeit investiert. Meistens so ungefähr um 1 Uhr morgens bis ungefähr 3 Uhr morgens. Und das ist für mich einfach zu viel gewesen. Ich war am Tag dann immer wieder müde. Jetzt bin ich wenigstens fit. Jetzt ist wieder ja, morgen. So ungefähr 9:30 Uhr. Und ich wieder topfit, also ausgeschlafen. Ich habe es jetzt gestern, also heute Morgen nicht gemacht. Und ja, weil das Narren-Event weg war. Aber sonst hätte ich es nochmals gemacht. Und nein, das ist zu viel. Wenn man Nachtprobleme, also Schlafprobleme hat, dann ist es einfach zu viel. Ah, hier. Wir haben so viele Quests noch übrig. Dass überall diese schwarzen Dinge sind, aber wir müssen die weißen nehmen. So. Ja, Templer sind nicht immer so zufrieden. Es ist irgendwie, weil sie sich so viel Gedanken machen über eine herrliche Welt und so Sachen, sind sie meistens ein bisschen, ja, genervt. Wir müssen nur 2. Aber wir müssen irgendwo anders hin, jetzt. Ja, jetzt müssen wir hier hin. Ja, machen wir. Nee, ich will kein Geld ausgeben mehr. Wir müssen jetzt einfach nochmals zum Schrein laufen, zum. Ja. Zum Waypoint. Oh, der hat ein cooles Reittier. Ein grünes Pferd, also schwarzes Pferd. Was ist es? Ein Tiger mit einem langen Schwanz. Irgendwas so einfach grüne Schwanz. Ja, das Brennende ist mir jetzt nicht so gut. So, da sind wir schon. Es ist eigentlich genau gleiche Quest wie im Nahen Event. Sie haben sich wirklich kaum Mühe gemacht, irgendwas anderes sich vorzubereiten. Aber das ist so, die machen ein großes Game, haben zu wenig Entwickler, deshalb ist alles auch ein bisschen gleich. Ich habe viel Feedback gelesen, bei Steam zum Beispiel oder auch auf anderen Webseiten mit Bewertungen, Image Data Databank, ganz viele Zeitschriften gelesen und so, um mich ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen Motivation zu bekommen. Aber ich habe es relativ wenig bekommen, weil es stand immer wieder, es gibt Wiederholungen. Es gibt, ja, Quests, die jetzt nicht so interessant sind. Aber im Allgemeinen ist es doch schon hochqualitativ für ein MMORPG.
Und deshalb möchte ich ja das Spiel auch spielen, sonst könnte ich ja auch Elden Ring spielen, Final Fantasy 14 oder sonst irgendwas. Aber ich habe mich jetzt einfach auch mal für Elder Scrolls Online gespielt, das ist jetzt länger zu zocken. Jetzt spielen wir zuerst das und dann können wir immer noch irgendwie Final Fantasy 14 spielen oder so, aber das ist halt auch viel, viel teurer mit den monatlichen Kosten und so weiter. Ist zwar das auch, aber das ist nicht zwingend. Also ich finde, wir könnten lange spielen, ohne wirklich ein monatliches Geld haben. Also das Gold-Abo werde ich eventuell dann nach meinem Geburtstag am 25. Mai für Greymoor machen, mit einem neuen Charakter dann. Aber, ja. Schreibt am besten in die Kommentare, was ihr wollt. Ich möchte schon, dass ihr wirklich glücklich seid und das sehen könnt, was ihr auch sehen wollt oder erleben wollt. Und ihr dürft auch gerne dabei sein. Wir können gemeinsam auf Jagd gehen. Ich werde ab jetzt wahrscheinlich abends immer wieder live streamen, aber das auf Twitch, damit ich einfach auch ein bisschen mehr Übersicht habe, weil ich nicht einen zweiten Bildschirm habe. Und dann kann ich ja die Kommentare auf YouTube nicht lesen oder nicht immer lesen. Sofort. Deshalb mache ich das auf twitch.tv/DragoBasler. Einfach mal eingeben. Ja. Und dann merkt ihr hoffentlich dann, auch vielleicht mit einem Subscribe oder so, dass ich auf live streame. Vielleicht heute schon, also es ist nicht sicher, aber ich denke schon, werde ich mal einen Livestream heute machen. Und ja, von Champions of Recknum wahrscheinlich am Nachmittag eher. Vielleicht auch halt am Abend, aber das ist halt einfach das wichtigste Game. Oh Gott, ich bekomme zwei Tasten gleichzeitig. Ja, damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen. Vor allem die anderen Quests machen können, die nichts jetzt mit dem dunklen Herz oder schwarzen Herz von Skyrim zu tun hat. Das mache ich gerne in Aufnahmen, damit ihr natürlich da auch alles immer seht. Ja, es gibt natürlich auch Verzögerung. So, das ist die genau gleiche Quest wie im nahen Event, deshalb, ja. Müssen wir da einfach wieder zurück, also das weiß ich ja jetzt, schon mehrmals wiederholt. Einfach jetzt nicht, jetzt ist einfach die Quest vom 6 Jahre Elder Scrolls Event. Gut. Ihr seht, es sind sehr viele Spieler online, nur wegen den Events. Das ist klar. Aber ich denke, es sind nicht immer so viele online. Also wenn jetzt gerade kein Event ist, ist es wahrscheinlich hier Todesstille. Also in Elder Scrolls sind eigentlich immer viele Spieler. Das habe ich schon damals immer wieder gesehen. Aber es muss natürlich auch mich motivieren. Und ich bin halt auch eher so der Rollenspiel, Singleplayer-Rollenspiel-Fan. Und so. Ah, wir haben jetzt gute Rankenscheine nochmals bekommen. Also wir könnten jetzt auch wieder etwas holen. Ich werde vielleicht jetzt schon... Ja, wir haben, glaube ich, einen Ereignisschein verloren, weil sie drei gegeben hat. Aber jetzt gehen wir mal kurz hier hin. Vielleicht können wir etwas Besseres kaufen. Also ich möchte schon gerne einen besseren Begleiter als diesen Fuchs. Also das ist schon cool, aber natürlich schon noch etwas Besseres. Ja, aber im ersten Blick hat es eher schlechte. Ah, oh, wir könnten ihn noch kaufen. Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Muss man das verkaufen. Ja, ich habe da ein paar Sachen bekommen durch die Non-Event-Quests. Jo. Aha, wir haben ganz viele Geschenke, die wir auch öffnen müssen. Ja, gut. Fischen habe ich leider auch noch nicht machen können. Ja, sind viele Sachen nicht so wichtig. So, wir haben einen Haarhorn-Blitzstab des Schocks. Wollen wir den nehmen? Physische Schutz gegen Magie oder den der Flamme? Ich würde gerne Flammen nehmen, weil da einfach mehr noch Kampf mag. Ich würde gerne Blitz nehmen.
würde den verkaufen, Flammenschab. Dann haben wir wahrscheinlich später dann noch genug Flammen. Stäbe. Der Bogen ist halt so eine Sache. Ich würde schon gern Bogen noch wählen, aber weil wir jetzt auch eine Feldkampfwaffe haben, nehmen wir den Bogen weg. Das Schwert brauchen wir nicht mehr. Das auch nicht mehr. Schild des Würdbaums. Wir haben eine Zweihandwaffe als Stab, oder? Ist das jetzt zwei? Ja, zweihändig. Weg. Da haben wir nämlich Stufe 12. Ja, dann nehmen wir den Stab. Und jetzt einfach den, bis wir Level 12 sind. Wir sind erst Level 6, glaube ich, oder 7. Also, dann haben wir... Genau. Dann haben wir eigentlich alles verkauft, sozusagen, was wir brauchen. Also, wir nehmen jetzt ihn. Und müssen einfach dann wieder mehr Ereignisscheine haben. So, dafür müssen wir das ausrüsten. Und zwar... ich bin ein bisschen verirrt. Sind wir mit da? Ne, es ist bei Sammlungen, aber wo hier? Ich will nicht Erzählungen. Ah, ich will Sammlungen, okay. So, da haben wir ihn. Spuck-Ink-Krieg aktivieren. Und jetzt haben wir ihn. Auch. Hallo? Ja, du musst mit mir kommen. Genau. Komm mal mit mir. Ja. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das recht grell ist. So ein Geist sollte nicht so grell sein. Aber dafür, ja, bin ich auch wieder ein bisschen glücklich, dass ich es doch noch geschafft habe. Weil das kann man eigentlich immer wiederholen. Okay, mein Handy hat wegen den Games gerade gesummt. Also dann können wir das schwarze Herz von Skyrim eigentlich starten. Und, müssen das einfach finden. Erzählungen, Elsweyr. Clockwork City. Ja, vielleicht muss ich doch ESO Plus schon mal aktivieren, damit wir alles hier freigeschalten haben. Wohnen. Es wurde gesagt, man sollte hier bei Sammlungen irgendwie das aktivieren. Das Schwarz. Ja, hier ist es nicht. Also wer das weiß, wie man das startet, das dunkle oder das schwarze Herz. Muss kurz schauen. Ja, das schwarze Herz von Skyrim. Also ich klicke mal drauf. Dann haben wir hier, erkunde die Welt unterhalb von Himmelsrand mit dem Prolog zu Greymoor, der jetzt kostenlos für alle ESO-Spiele im Grundspiel von der Elder Scrolls Online verfügbar ist. Der Prolog zu Greymoor ist jetzt auf allen Plattformen live, so, um euch auf die Greymoor-Reise zu machen. Nutzt den Queststart Prolog, die Zirkelverschwörung aus dem Kronenshop. Aus dem Shop, ah, Kronenshop? Das sind Kisten. Dieser heißt euch erneut willkommen. Das dritte. Kronenreitstunde Kapazität. Goldküsten Überlebenselixier. Kronen dreifach Wiederherstellungstrank 5-mal. Und die Vorstellung kann beginnen. Es sind keine Kisten mehr übrig. Kommt ja. Noch mehr, falls ihr also anschließen. Das haben wir jetzt alles bekommen. Okay. Dann nochmals. Kronenshop. Hier. Tägliche Belohnung. Shop. Das dunkle Herz. Das schwarze Herz. Vase der Diebe. Kapitel. Greymoor. Also da hätten wir noch ein paar mehr Sachen, aber ich habe die Collector's Edition nicht geholt, weil das ist für mich nicht wert. Also Sondersachen sind für mich nichts wert. Da hätten wir noch ein
Baby Panther, Panther, schwarzer Panther. Brauche ich auch nicht alles. Ereignisse, ja, das ist Horrorstorm. Horrorstorm ist was? Doch, das ist es. Aber es kostet 4000 von diesen Kronen. Ja, sag mir dann mal, was ich da noch alles freischalten soll. Bezahlt das gerne, aber jetzt möchte ich eigentlich kostenlos das schwarze Herz von Skyrim haben. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das heißt. Die Zirkelverschwörung. Was ist das auf Englisch? Zirkelverschwörung. Ja. Zirkelverschwörung. Upgrades. Nützliches. Stichstube. Aktionsbild des Drachenjägers. Bewundert mich. Nö, lieber nicht. Ihr müsst mich nicht bewundern. Maskiertes Einhorn. Friedliche Begleiter. Kriegserbe. Exotisch. Ja, ein Drachenfrosch. Genau, das möchte ich. Dann doch lieber ein Höhlenbär-Junges. Oder ein Sentinel-Löwen-Junges. Wie süß. Aber ich möchte jetzt endlich ein Schwarzherz von Skyrim, bitte. Doch das raus zeigen. So ein bisschen, ja, direkt zeigen, bitte. Ah, hier, okay. Ganz unten natürlich. Kaufen. Okay. So. Und dann müssen wir 2 Missionen Schwarzweite. Wir müssen noch Schwarzweite. Okay. Verstanden. Die Zirkelfischer findet die Kriegerin des Kaltkönigs. Okay. Und wir haben hier halt leider keine Questangaben auf der großen Map, aber wir müssen sicher mal noch Skyrim, das ist hier. Und dafür müssen wir, glaube ich, in die Hauptstadt des... ist es nicht Durchsturz? Was haben wir für eine Fraktion? Wahrscheinlich nach Ödfels. Irgendwo müssen wir in die Hauptstadt von unserer Seite, also die von den Dunkelelfen, Nords und noch einem Volk. Das ist alles für mich als Anfänger, also als relativ Neueinsteiger noch ein bisschen schwer, also ein bisschen zu lernen. Aber wir werden das schon finden. Wir gehen jetzt einfach mal in die Anfängerinsel der 3 Völker. Ohne Morrowind, wir sind ja mit dem Morrowind-Addon gestartet und haben deshalb ein anderer Anfang gehabt. Aber eigentlich startet man auf dieser Insel, Ödfels. So. Das ist wahrscheinlich nicht für die Quest, deshalb lassen wir das mal noch. Hier ist nur ein kleines Lager. Sind wir irgendwo außerhalb gestartet, also in diese Richtung. Ne, die andere Richtung. So. In die Richtung müssen wir jetzt laufen. Haben wir auch noch eine Nachricht? Okay, die Vorstellung kann beginnen. Gut, und im nächsten Part machen wir dann wirklich auch die Missionen. Jetzt möchte ich noch kurz schauen, wie so das Dorf, wie das Dorf so aussieht. Und damit wir dann im nächsten Part direkt auch von Anfang an wirklich auch das machen können. Aber ihr wisst ja, ich bin halt einfach auch ein bisschen langsam durch das Hochladen und so. Das ist einfach ein Spieler tot, aber ich werde ihn jetzt nicht wiederbeleben, weil wir da irgendwas brauchen, was ich jetzt gar nicht so erkennen kann. Ein Seelenstein, und das können wir nicht so gut machen. Komm, wir angeln nochmal kurz. Ich weiß wie, aber...
Damit wir einfach auch noch ein paar Sachen haben. Nee, das ist die falsche Taste. Oh, lauter Gewöhnung. Ich dachte, du schlachtest eine Gans. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie man angelt. Also, nicht mehr. Wir haben es ja gemacht, kurz. Aber, ja, was dabei liegt. Oh, ich bin völlig gerade. Also den einmal ausrüsten. Die Axt können wir dann verkaufen. Ah ja, Geschenke öffnen noch. Benutzen. Eine vier Feder Staunemacher und bannernahen Standarte. Schaut nur das muntere Banner der nahen Prinzen und Prinzessinnen. Ah, für Wohnen, okay. Alles nehmen. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert mit den verschiedenen Sachen von Teleskursonen. Eine nahen Kassette. Und ja, mir geht's nicht so gut vom Reden gerade. Einfach nicht wundern, das ist am Asthma. Bis ich da einen guten Hausarzt habe, muss ich halt noch ein bisschen ja, ohne Inhaliergerät auskommen. Und deshalb geht's manchmal mir nicht so gut. Das ist auch ein Grund, wieso ich nicht jetzt direkt immer, also, ja, gerne livestreame oder aufnehme. Prinzessins Freude. Eine Speise für ein Schwein oder von einem Schwein. Wieder eine nahen Kassette, die können wir dann auch eher öffnen oder benutzen. Ja, ein bisschen Leben ist nicht schlecht, aber dann verliere ich eigentlich das ganze Mana. Ich denke, wir haben aber genug Mana und so, deshalb rüsten wir die aus. Weil Leben ist natürlich schon wichtig. Wir finden eigentlich immer wieder das Gleiche. Aber gut. Monarchentiara. Okay. Ist jetzt nicht so für uns. Das könnte eine Prinzessin tragen. Aber wir sind eher so ein wilder Hüter. Wir hatten noch eine Kiste hier. Ja, auch wieder so. Ja. Stiehseiten sind wahrscheinlich diese, ja, wie sagt man? Transmogrifikationen würde vorgreift. Ja, Skins, genau. So, jetzt geht es auch wieder mit der Konzentration ein bisschen, aber wir haben so viele Items jetzt bekommen, dass unser Inventar schon wieder ziemlich voll ist. Rezept benutzen. Rezept benutzen. Ausrüsten. Nur das auch verschieben. So, jetzt haben wir zweimal Leben und ein Set-Bonus. Ja. Also wir haben jetzt viel mehr Leben. Wir haben 2000, sagen wir mal 900 irgendwas. Ich bin nicht so gut, so schnell im Rechnen. Nahenkassetten. Ja, als Trödel markieren ist zum Beispiel auch sehr gut, wenn man Sachen verkaufen will, aber das mache ich jetzt nicht. Das haben wir schon gelöst, also, ja, gelernt, sozusagen. Und ja, ich werde mir mal ein paar Gedanken machen und alles in Trödel markieren, das ich nicht brauche. Aber das Inventar ist so richtig unaufgeräumt jetzt. Gut, und wie angelt man jetzt? Jetzt möchte ich nochmal kurz hier schauen. Ja, das ist einfach alles nochmals Information. Ja. Ich weiß nicht, für was das ist. Einfach eine Belohnung zum Abschließen. So, und dann noch hier. Kombinieren. Das muss man alles zusammen haben. Habe ich doch, oder? Nochmals. Ah, jetzt ist fertig. Okay. Sammlungen. Das habe ich doch mal nach und her bekommen. Kombinieren. Kombinieren. Ja, Sammlungsgegenstände. Wir brauchen noch das Monarchen-Tiara und das ist natürlich schwer zu bekommen jetzt. Okay, Titel haben wir. Nahenprinz. Okay, dann sind wir der Nahenprinz. Und neue Montur freischalten. Kostet zu viel. Mist. Gut, da ist Valutumethil.
Wie angelt man jetzt? Ich brauche eine Angel, also ich muss die Angel finden und die ist nirgends. Oder muss man an bestimmten Plätzen sein, wo es blubbert? Ich weiß es gar nicht mehr, aber... Ah ja, jetzt hier. Auf der anderen Seite. Benötigt einen den Köder auswählen. So. Und dann kann man jetzt fischen, okay. Dann werde ich ein bisschen fischen. Und, ja. Dann werden wir denken, wir müssen wieder warten, okay. Ah, das immer wieder in jedem Game zu machen, das Fischen. Tut es so ein bisschen, ja, man weiß jetzt nicht genau, was man machen muss. Aber wir müssen einfach warten. Ja, genau. Aber das geht halt einige Zeit, das ist sehr langweilig. Bei Elder Scrolls Online. So, Langflossen Thun. Ist er nicht Langflossen Thunfisch? Okay, dann Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss. Leise an. Dann halt nicht.